Senf. In so einer Frittenbude hier. Zack. Senf. Dann habe ich mir gemerkt, Cayennepfeffer. Flötsch. Dann habe ich mir gemerkt. Ne, habe ich mir nicht. Zitronensaft. Zitronensaft. Zack. Zack. So. Zitronensaft haben wir geholt. Dann brauchen wir als nächstes getrockneten Dill. Dill. Oregano. Ich persönlich würde ja jetzt einfach überall Oregano drauf machen, weil Oregano macht alles besser. Aber gut. Oder Käse. Am besten beides. Am besten Oregano und Käse. Nom nom. Ich liebe Oregano. Cayennepfeffer, Salz. Das haben wir schon alles drüben. Okay, perfekt. Wenn ich mir jetzt auch gemerkt hätte, was wir drauf machen müssen. 25 Milliliter saure Sahne. Ja. Ich, ist die leer? Ja. So, wir bereiten wieder ein super köstliches Dressing vor. 25 Milliliter saure Sahne. Schlutsch, 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 flutsch, flutsch, flutsch. Ach, perfekt. Wow. Habe ich die Schüssel getroffen? Zu leer aus. 5 Milliliter Zitronensaft. Das ist hier. Ich hasse mein Leben. Sekunde. Ah! War was? So. Hatte ich mir spektakulärer vorgestellt. Was ist denn jetzt hier los? Mann. 25 Milliliter. Das ist zu viel. Ist nicht egal. Aber ich habe keinen kleinen Minischöpper. Ich brauche einen Löffel oder so. Weil der hier macht halt gleich 50. Manu. Ach Mann, da muss ich das jetzt halt wegschütten. So. So, wie viel ist jetzt da noch drauf? Genug. Okay. Nee. Ein bisschen weniger Dressing. Fertig. 5 Milliliter Senf. Ach, bis dahin lief es sehr gut. Mann. Seit wann ist Senf so flüssig? Hast du dich Senf weg? Dill getrocknet. Was? 8 Dill und 4 Cayennepfeffer. So, streuen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Weg. Weg. Knoblauch, Cayennepfeffer. Nee, ist Chili. Das ist Chili. Cayennepfeffer. 1, 2, 3, 4. So, weg. Alles weg. Und 3 Salz. Wo ist denn das Salz abgeblieben? Salz. Das da ist Salz, oder? Ja. So. 1, 2, 3. So. Auf einen Teller geben. Zwiebeln und Rettich. Zwiebel und Rettich. Das ist rote Beete. Wo ist denn der Rettich? Petersilie. Ja, aber ist rote Beete nicht Rettich?
rote Beete sieht aus wie Rettich. Was ist denn Haare? Das ist doch... Rettich. Hä, ist hier auch Gemüse drin? Rettich. Wie viel Rettich? 30 Gramm, also zwei Rettiche. Rettis. Rettelinge. Rettichs. Erstmal muss die weg. Weg. Tschüss. So, als nächstes. Beträufel mit 20 Milliliter der Mischung. Okay. Was ist mit dem Rest? Nein! Manno! Weg jetzt! Arschkrampf. Zwiebeln in die Hälfte, Rettich in die Hälfte. Die Zwiebel. Komm jetzt her. Ja, die flutscht weg. Ich kann sie nicht festhalten. Doch, kann ich. Das war nicht die Hälfte. Ach. Ich kann hier drauf nicht schneiden. Den Rettelig. Den Rettelig. So schneiden. So, zack. Zack. Okay, weg. So. Backen. Gib alles auf einen Teller. Kühl servieren. So, das sagt mir. Wir schütten das mal weg. Weg. Ich will es auskippen. Ist hier nicht noch was? Hier ist doch noch was drauf, oder nicht? Das möchte ich gerne auskippen. Ich nehme einfach einen neuen Teller. Leckt mich doch alle am Ärmel. So, jetzt nehmen wir die Rettichis, die Rettelings und die Zwiebel und die Garnelen. So. Schrimpi, Schrumpi, Schrumpi, Schalumpi. So, sieht es nicht total lecker aus? Gut. Weg. Als nächstes brauchen wir auf einen Teller geben 120 Tomate, 10 Knoblauch. Das könnte auch eigentlich hier reinpassen. So, 10 Knoblauch und 120 Tomate. Was ist denn das für eine Troll? Was soll denn das? Tu es jetzt in die Scheißschüssel. Manometer. Sich nicht so anstellen hier jetzt. Läuft doch alles super gut bis jetzt. So, Träufeln. Olivenöl 15 Milliliter Olivenöl. So. So, ein bisschen mehr. Ist nicht so schlimm. Weg damit. Balsamico-Essig, 10 Gramm und 10 Milliliter. Hoisinsauce. Balsamico. Kann ich nicht nehmen? Jetzt. 10 Gramm Balsamico in die Schüssel. Rinn in die Schüssel. Ob. Ja, das kommt schon hin. So. Oh, bin schon beim Dressing. Ich habe die hier oben übersprungen. Egal, das kommt als nächstes. Das muss ja auch heiß serviert werden. Das Tomatendressing kommt ja dann nur oben drauf.
Würzen mit 5 Salz, 5 Pfeffer. Dann schneiden. Auf einen Teller geben. Okay. 5 Salz, 5 Pfeffer. Na. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt wieder Salz, Salz, Salz. 1, 2, 3, 4, 5. Oder mehr. Auch nicht so schlimm. So. So, wie wird das jetzt geschnibbelt? 15 Gramm Knoblauch in Hälfte. Okay. Zack. Oh, ich habe den Knobi gar nicht getroffen. Jetzt aber. Jetzt habe ich den Knobi getroffen. So. Einen Teller geben, hinzufügen Basilikum. Okay. Dill-Garnitur. Garniere mit frischem Dill. Jetzt müssen wir noch das Brot machen. Und auf das Brot kommt ja dann hier unser Bruschetta-Zeug drauf. Das Gescrolle geht mir auf den Keksel. Nimm Brot. Brot können wir holen einfach. Mit der Hand. Brot war untere Burgerbrötchen. Nee, Brot. Brot, 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 Brot. Ich brauche das andere Brettchen. Kommt hier hin. Weg. Dahin, Brot drauf. Und jetzt brauchen wir. Nimm 70 Gramm vom Brot. Okay. Ich will so eine Riesenscheibe abschneiden. Nee. So was. Meint ihr, das sind 70 Gramm? 66! Yay. Das sind keine 70, aber fast. Ich meine, fast. So, beträufeln mit 5 Gramm Olivenöl. Olivenöl. Beträufeln. So. Ja, hab ich. Hier oben. Würzen mit getrocknetem Knoblauch. 5 Gramm. Achso, dann nochmal die Hälfte schneiden. Scheiße. Ja, das kommt weg. Ah, Knobi, 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 Knobi. Wo ist Knoblauch? Card. Speisestärke. Oregano. Senfkörner. Majoran. War hier nicht irgendwo? Haben wir den schon gebraucht? Ingwer? Ach, hier unten vielleicht. Heißer Pfeffer, Vanille, Kurkuma, Zucker, Paprika, Thymian, Curry, Kreuzkümmel, Gewürz, Dingsbums. Haben wir den schon gebraucht? Getrockneten Knoblauch? Ja, Tatsache. Da steht er doch. Und guckt blöd. 5 Gramm. So, zack. 2, 3, 4, 5. Jetzt das Ganze nochmal in der Mitte durchschneiden. Nee, so rum. Schade, ich fand die große Scheibe cool. Aber naja, gut, egal. Brot in Hälfte. Backen. Das heißt, wir brauchen unser Freund das Blech nochmal. 35 Sekunden. Zack. Wenn es piept, ist gar. So, heiß servieren. Da kommt dann, das kommt dann hier drauf.
hier kommt das drauf, das Brot. Auf das Brot kommt dann unsere Bruschetta-Gedöns. Das kommt dann drauf. Und dann kommt noch ein bisschen Dill drauf, richtig? Basilikumblatt frisch. Oh, wo steht das denn? Ah, aufs Tomatendressing kommen noch 6 Gramm Basilikum. Okay. Zack, zack. Das ist aber grossi. So. Brot und Brot. So rum. Nee. Dass das immer nicht funktioniert, das ist irgendwie schwierig. Das muss hier drauf. Das muss auch hier drauf. Da müssen wir das nehmen. Dann brauchen wir 6 Gramm frisches Basilikum. Und das andere habe ich vergessen. Dill. Dill, dill, dill. Dill. 1, 2, 3, 4, 5 waren es, glaube ich. So. Ta-da-da-da-da-da. Sieht doch gut aus, oder? Fast wie auf dem Foto. Alter. Was ist das denn für ein Geräusch? Was? I mean, was? Gerösteter Mais. Schlechte Schneidetechnik. Falsche Menge? Temperatur. Okay. Ach, weißt du was? Maiskolben. Ich habe mir hier richtig Mühe gegeben. Garnelensalat. Nicht genug Salz, nicht genug Dill, nicht genug Senf. Hitzefehler, Schneidetechnik. Also, die wollen hier so ein Gourmet-Menü. Ich bin noch Anfänger. Also, es hat bestimmt gut geschmeckt. Naja. So viel zur heutigen Ausgabe von, ne? Melodias Merry Christmas-Menü. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Und tschüss.